herzlich willkommen auf St. Martin. Wir sind heute mit dem Schiff in Philippsburg und da muss ich doch direkt mit euch losstarten und zum fast weltberühmten Flughafenstrand fahren, zum Maho Beach. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Tour. Am Hafenausgang, da warten dann, wie man das schon kennt von anderen Häfen, die Taxifahrer und bieten ihre Inselrundfahrten an. Ich habe jetzt mal gerade nach dem Preis zum Maho Beach, zum Flughafenstrand gefragt. Da wurde mir gesagt, um die $20 kann man dann, wie immer, denke ich mal, noch ein bisschen verhandeln. Ich mache mich allerdings heute mit den öffentlichen Verkehrsmitteln mal wieder auf den Weg. Immer ein bisschen abenteuerreich, weil einen festen Fahrplan gibt es ja hier auf der Insel nicht. Um vom Hafen in die eigentliche Stadt nach Philippsburg zu kommen, wo dann auch die Busse abfahren. Dort geht man hier so einen Weg 1,5 Kilometer etwa entlang einer recht befahrenen Straße, geht aber trotzdem zu Fuß auf so einem Bürgersteig. Und an dem Weg könnt ihr euch dann direkt mit Gouda eindecken oder auch noch dieser Kuh Hallo sagen. Die Wassertaxen, die kosten $7, wenn man ein Tagesticket bucht, dann kann man also beliebig oft vom Anleger bis in die Stadt nach Philippsburg fahren. Das ist eine ganz kurze Fahrt oder man kauft nur ein einfaches Ticket, das kostet $3. Philippsburg an sich ist ja ein Freihafen, das heißt, hier kann man angeblich günstig einkaufen, vor allem Elektronikgeräte. Ja, das liegt daran, dass hier kein Zoll gezahlt wird und dass hier auch keine Steuer gezahlt werden müssen. Ja, ich habe hier auch schon mal eine Kamera gekauft, allerdings entpuppte die sich dann nicht, wie man mir vorher gesagt hatte, als wasserdicht, sondern sie war wasserundicht und ich hatte nur ein kurzes Vergnügen damit. Der Hauptgrund, sich in Philippsburg aufzuhalten, das ist also das Shopping oder man geht hier zum Stadtstrand. Der wird typischerweise recht schnell sehr voll, aber jetzt in den früheren Stunden ist es sogar noch sehr schön und leer dort. Die Stimmung ist ziemlich gut. Ich bin ja noch vormittags unterwegs und ständig werde ich hier in der Straße angesprochen, ob ich Zigaretten haben möchte oder Alkohol. Bis jetzt habe ich dankend abgelehnt. Die Busse, auch die übrigens in den französischen Teil, die fahren ab in der Achterstraat. Das ist also die zweite Parallelstraße zum Strand. Und die Busse sind dann auch gekennzeichnet, also Maho steht da dran, kann man eigentlich gar nicht verfehlen. Die Fahrt dauert etwa so 20 Minuten, da ist oftmals viel Verkehr auf den Straßen. Und jetzt sind wir hier an der Start- und Landebahn des Princess Juliana Flughafen von St. Martin. Ich habe vorher schon ein bisschen die Zeiten gecheckt. Da geht es vor allem so ab 13.20 Uhr heute los. Die ganz großen Maschinen, Boeing 747, die landen und starten hier ja nicht mehr. Die konnten nur 10% an Kerosin mit sich tragen, wenn sie hier gestartet sind, weil sie eben ganz schnell hier an Höhe gewinnen müssen, dann noch über die Hügel fliegen müssen. Und deswegen haben sie dann noch mal vor einem Atlantikflug in Curaçao zwischengelandet. Die fliegen hier nicht mehr, aber Airbus 330, die erwartet man hier fast täglich. Und das Besondere ist, dass die Start- und Landebahn ja sehr kurz ist. Das sind ja gerade mal so 2300 Meter. Im Vergleich die von Frankfurt, die Start- und Landebahn, die hat 4000 Meter. Und dementsprechend herausfordernd ist dieses Start- und Landemanöver für die Piloten. Und für uns ist es natürlich ein Spaß, sich hier den Sand und die Steine und das Kerosin um die Ohren blasen zu lassen bei einem Strandbesuch. Der Flughafenstrand hier ist sicherlich eine der merkwürdigsten Sehenswürdigkeiten, die ich je besucht habe. Ja, ihr seht, der Strand ist sehr schmal und man wartet eben hier, bis dann die Flieger hier über dem Kopf herfliegen. So, ja, wenige Meter über den Köpfen, also schon spektakulär. Die Wartezeit, die kann man sich dann hier in der Bar vertreiben. Und an diesem Surfbrett sind typischerweise die Abflugs- und Ankunftszeiten vermerkt. Von den kleinen Maschinen, da landet hier eigentlich so alle 15 bis 20 Minuten gefühlt eine Maschine, seitdem ich jetzt hier bin, also am frühen Nachmittag. Und am besten informiert man sich vielleicht auf der Seite vom Princess Juliana Airport darüber, wann denn die Flieger, die großen Flieger,
dort die Ankunfts- und Abflugszeit geplant haben. Ich erinnere mich noch vor ein paar Jahren, da habe ich noch ganz viele gesehen, die hier das Zaunsurfen betrieben haben. Das heißt, immer wenn dann ein großer Flieger startete, dann hing man sich da vorne an den Zaun und da flog einem natürlich alles ins Gesicht und man musste auch alles festhalten. Und dementsprechend lag ja auch alles auf der Straße, was keiner festhalten konnte. Handtücher, Sonnenbrillen, Bikini-Oberteile, Kleinkinder. Und das ist mittlerweile offiziell verboten und heute habe ich auch noch keinen gesehen, der so verrückt ist, das zu machen. Wenn die Maschinen starten, dann müssen sie nämlich schon im Stand den vollen Schub aufbauen, um dann überhaupt so schnell an Höhe gewinnen zu können, dass sie es hier über die Hügel schaffen. Also wirklich ein spannendes Erlebnis doch hier. So, also diese Delta-Maschine. Heute nicht hier am Zaun gehangen und habe Zaunsurfen betrieben, aber ich werde jetzt mal allmählich hier weiterschauen. Ich wollte noch eine Bucht weitergehen zum Mullet Bay und mir da noch mit euch zusammen den Strand anschauen. St. Maarten ist ja eine sehr kleine Insel, gerade mal so 13 mal 14 Kilometer groß. Natürlich kann man nicht alles zu Fuß machen, aber dieser kurze Weg hier vom Maho-Strand, vom Flughafenstrand bis zur Mullet Bay, das schaffe ich gerade noch so. Das sind so um die 800 bis 1000 Meter vielleicht. Ja, und ganz interessant, die Insel ist zwar sehr klein, aber sie ist ja in zwei Staaten aufgeteilt. Wir haben in Philippsburg festgemacht, das ist ja nun mal der Anleger für Kreuzfahrtschiffe hier an der Insel. Und das ist im niederländischen Teil von St. Maarten. Und wer gen Norden fährt, der erlebt dann die französische Seite, nämlich das nördliche Saint-Martin. Jetzt sind wir an der Mullet Bay. Ist ein sehr kurzer Spaziergang. Ich habe noch nicht mal 10 Minuten gebraucht. Ja, ganz alleine ist man hier auch nicht. Es gibt vorne eine Beachbar. Man kann sich dort auch Schattenplätze mieten, das heißt liegen mit Sonnenschirm. Und ich gehe noch ein Stückchen weiter, denn ich werde hier auch mal in dieses wirklich türkisfarbene Wasser springen. Das Wasser ist total klar und man braucht hier auch keine Badeschuhe, um irgendwie ins Wasser zu gehen. Also keine Steine, vielleicht 2-3 Algen, mehr aber auch nicht. Also wirklich sehr, sehr schön. Kleine Beachbar gibt es. Da werde ich mir jetzt noch ein kühles Getränk gönnen und dann mit dem öffentlichen Bus zurück nach Philippsburg fahren. Das lokale Bier, das heißt übrigens SXM. Und SXM, das seht ihr auf euren Koffern, wenn ihr einen Flug nach St. Maarten bucht. Denn SXM ist auch der IATA-Code hier für den Flughafen, für den Princess Juliana Airport. Baut euch für die Rückfahrt vielleicht ein bisschen Zeit ein, einen kleinen Zeitpuffer, denn typischerweise ist da viel los, so Stop and Go, das ist hier irgendwie normal. Die Hinfahrt, die hat gerade mal so 20 Minuten gedauert und für die Rückfahrt habe ich eine gute, ja, Dreiviertelstunde gebraucht. Ich bin zurück in Philippsburg, bin wieder in der Achterstraat ausgestiegen, wo ich auch heute Morgen eingestiegen bin. Und das ist auch der Moment, an dem ich dann sage, auf hoffentlich ganz bald. Ich hoffe vor allem, euch hat dieser kleine Ausflug hier Spaß gemacht auf St. Maarten zum Flughafenstrand und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Also bis ganz bald, eure Silvia Sonntag. Ciao, ciao.